Dieser Mann soll in seinem Beruf als Hilfspfleger mehrere Menschen getötet und die Gesundheit anderer Patienten zumindest gefährdet haben. Er war bereits zu Beginn des Jahres in München festgenommen worden. Seitdem wurden aber immer mehr Taten bekannt, für die der aus Polen stammende 36-Jährige verantwortlich sein soll. Inzwischen wurden über 60 Örtlichkeiten im gesamten Bundesgebiet ermittelt, in denen er zum Einsatz gekommen sein soll. Josef Wimmer, Leiter des Kommissariats 11. Insbesondere nach der Beschuldigtenvernehmung wurden auch diese Taten eingeräumt, und zwar 6-mal Mord, 3-mal versuchter Mord und 3 gefährliche Körperverletzungsdelikte durch medizinisch nicht indizierte Insulingabe. Der Mann habe gestanden, die Häuser und Wohnungen seiner Patienten auf lohnendes Diebesgut abgesucht zu haben. Anne Leding, Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft München I. Wir gehen im Haftbefehl derzeit von den Mordmerkmalen der Heimtücke aus, weil sich die Opfer natürlich in der Regel arg und wehrlos waren und sich eines Angriffs nicht versahen und auch die Angehörigen, die für sie zuständig waren, nicht damit rechnen mussten. Die Habgier beruht darauf, dass wir davon ausgehen, dass er diese Taten vor allen Dingen auch begangen hat, weil er sich, weil er in, sozusagen in Ruhe nach stehlenswerten Gegenständen die Örtlichkeiten durchsuchen wollte. Begonnen haben soll die Mordserie im April 2017. Der Hilfspfleger sei ein Einzelgänger gewesen, der bei seiner Mutter in Polen gelebt habe, hieß es.